Und schon wieder zurück bei Mass Effect 3 in der wundervollen Legendary Edition. Ich muss vorweg einmal kurz sagen, wir sind hier gerade dabei, das Labor nach Hinweisen zu durchsuchen. Wir wissen schon, wir müssen da vorne dran. Ich muss vorweg kurz sagen, wer im Discord ist, der hat das ja vielleicht sogar schon mitbekommen. Ich war mal wieder wegen meiner Ohren unterwegs, die mal wieder schwerst entzündet waren, und zwar über komplett Weihnachten. Weil ja auch kein Arzt verfügbar war an den Weihnachtsfeiertagen. Was darin resultierte, dass ich gestern im Krankenhaus gelandet bin. Und mittlerweile sind die Ohren zugestopft mit Gasestreifen. Also so diese Heildinger. Das bedeutet aber auch, ich muss am Freitag nochmal dahin. Und dann wird das nochmal geprüft alles. Das bedeutet aber auch, ich höre gerade so gut wie nichts. Und das bedeutet zudem, ich habe kein Headset auf. Sprich, ich habe mir die Boxen angemacht. Hab die relativ laut gedreht, damit ich höre, was hier passiert. Es könnte also sein, dass ihr im Mikrofon eventuell das ein oder andere Geräusch doppelt hört. Ich habe das ein paar Mal getestet jetzt, auch schon im Stream letztens. Ob das schlimm ist oder nicht, ich hoffe mal, es ist nicht schlimm. Weil ich ungern Mass Effect auch noch ausfallen lassen würde. Also, ich weiß nicht, wer die anderen Projekte noch verfolgt, aber Pentiment und Pathfinder ist zumindest für diese Woche und für nächste Woche auf Eis gelegt, weil ich einfach versuchen muss, das Ohr so gut es geht zu schonen. Das andere Ohr ist nicht ganz so entzündet. Das heilt gerade wieder vor sich hin. Aber das eine ist wirklich komplett hinüber. Ich habe am zweiten Weihnachtsfeiertag abends einfach nichts mehr gehört. Und es war ein einziger Schmerz. Ich habe es mal wieder geschafft. Ja, meine Ohren sind meine Schwachstelle. Sollte ich jemals Superheld werden, wisst ihr, einfach über die Ohren. Das funktioniert. Gut. Was will ich damit sagen? Pentiment und Pathfinder geht weiter nach dem lass mich nicht lügen, 8.9. 9. Januar, da müsste dann die zweite Woche vorbei sein. Und Mass Effect würde ich aber sehr ungern ausfallen lassen, weil es einfach das tägliche Projekt ist und ich erstens auch gespannt bin auf die Story und zweitens nicht das Gefühl haben möchte, dass jetzt zwei Wochen gar nichts kommt. So viel zur Information vorweg. Vielleicht sollte ich das auch nochmal irgendwo posten. Es gibt Menschen, die schauen keinen Mass Effect. Na gut, überlege ich mir. In diesem Sinne, so, wir machen erstmal weiter hier. Wir haben die Informationen zusammengesucht. Der Schlüssel war bei seinem Kind, das mittlerweile allerdings deutlich älter ist. War das nicht hier? Das war doch hier, oder? Bin ich jetzt doof? Das Labor nach Hinweisen durchsuchen, aber das habe ich doch gemacht. Hier lag doch das Ding. Bin ich jetzt ganz doof? Hier sind keine Hinweise mehr. Oder da lag das Ding. Entschlüsselung abgeschlossen. Analysiere Daten. Die Bewegungen passen nicht zu ihrem Standard-Invasionsmuster. Die Reaper suchen etwas. Und ich wette, damit hat Garneau gearbeitet. Können Sie einen Suchfilter erstellen? Wird gerade erledigt. Reaper-Aktivitäten hinzugefügt. Jetzt müssten wir doch auf der Karte aber mittlerweile eine entsprechende... Pass auf. Reaper-Aktivitäten aktivieren. Laut den Suchergebnissen muss Garneau in einem dieser 5 Systeme sein. Ich habe mögliche Orte in der Karte der Normandie markiert. Wir können gehen oder die Suche weiter eingrenzen, wenn Sie wollen. Na, wir werden die Suche weiter eingrenzen. Wir nehmen nämlich noch Positionen mit Element Zero dazu. Element Zero vorkommen. Drei Möglichkeiten. Dann nehmen wir noch Rachni-Aktivität dazu. Rachni-Aktivität. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Verbrechen mit Blackout? Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Okay. Alien-Sichtungen?
Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Hier fehlt aber noch was, oder? Hier fehlt noch ein Parameter fehlt noch. Ein Parameter fehlt noch. Moment. Ja, ich weiß. Du bist weniger gruselig, wenn man dich nicht wirklich gut hören kann, mein Freund. Ein Parameter fehlt noch. Das, also zumindest, wenn man das... Aber hier war nichts mehr. Okay, vielleicht haben die Rachni-Aktivitäten oder Kreaturensichtungen auch gar nichts damit zu tun, was das betrifft. Drei haben wir Möglichkeiten. Drei Möglichkeiten, ja. Vielleicht ist hier aber auch jetzt noch irgendwas dazugekommen, was wir hier irgendwo analysieren könnten. Andererseits kann ich mir das nicht vorstellen. Wir haben den gesamten Bereich hier, haben wir wirklich intensiv durchsucht. Ich gehe davon aus, dass wir auch alles... Das ist ein Bild von einem Reaper. Ich gehe davon aus, dass wir auch alles wirklich gefunden haben. Moment. Ist das proteanisch? Ja. Dr. Bryson und Liara hätten bestimmt viel Gesprächsstoff gehabt. Können Sie einen Suchfilter mit Orten hinzufügen, wo es proteanische Ruinen oder Artefakte gibt? Natürlich. Aha. Aha. Das war der Suchfilter, der noch gefehlt hat. Proteanische Artefakte? Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Und wenn ich jetzt alles nochmal anmache? Rachni-Aktivität. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Verbrechen mit Blackout? Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Alien-Sichtungen? Aber guck mal, bei Alien-Sichtungen... Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Bei Alien-Sichtungen gibt es doch Übereinstimmungen. Ich nehme das hier mal raus, das hier mal raus. Und die Proteaner nehme ich mal raus. Übereinstimmung. Markiere die Galaxiekarte. Gut, besuchen wir Garno. Siehste? Hätte ich doch gedacht, als das da reingezoomt ist, habe ich gesehen, dass das eigentlich übereinstimmt. Alien-Sichtung, Proteaner-Bewegungen. Wir haben also den Ort gefunden, an den wir müssen. Gut, dass ich hier nochmal geguckt habe. Mach's gut, mein Freund. Ich habe die Befürchtung, du wirst jetzt ein bisschen alleine sein. Tut mir leid. Ich denke, wir können erstmal zurück zur Normandie. So, lass mal kurz gucken im Logbuch. Garno finden. Alex Garno ist die beste Quelle, was Informationen über Leviathan betrifft. Suchen Sie mögliche Positionen in der Galaxie auf, um ihn zu finden. Ja, wir haben die mögliche Position gefunden, an der er sich höchstwahrscheinlich aufhält, ne? Deswegen werde ich mich da auch direkt mal hinbegeben. Nicht, dass wir... Man kennt das ja von mir, dass ich ganz gerne mal chaotisch... War das nicht hier? Da. Dass ich gerne mal chaotisch von Quest zu Quest gehe, aber diese Quest würde ich gerne verfolgen. Also, zeitnah. So. Da ist... Ach, hier können wir frei und fromm von der Seele wegscannen, denn hier sind...
Mir wurden hier keine Reaper angezeigt, als ich hier hingeflogen bin. Dann gucken wir erstmal nach ihm, nach Dr. Garneau. Oh, den müssen wir... Oh. Oh. Hier nicht. Hier nicht. Dr. Garneau? Ich habe etwas gefunden. Aha. Ah. Ich glaube, die meisten von diesen Aktivbossen sind tatsächlich irgendwelche Wracks, die in der Gegend rumlungern. Wir haben Garneau geortet. Ah. Mahavid ist ein metallischer Asteroid im äußerst kargen Nahata-Gürtel. Er weist einen hohen Gehalt an Nickel und Eisen in Form von Kamacit auf. Die Abbaurechte an Mahavid liegen bei TJS Mineral Works, die ihre Produkte hauptsächlich an die Kolonisten auf Arvua verkaufen. Ein tiefer Überflug zeigt Licht, das aus den Anlagen kommt. Population 152 vor der Invasion. So, Edi, komm mit. Ich denke, sie ist, jetzt ist natürlich die Frage der Reaper-Killer. Das wäre natürlich was für Liara eigentlich. Aber ich würde gerne auch Javik mitnehmen, wenn ich ehrlich bin. Die beiden sind gerade so die interessantesten Charaktere, die ich mir da vorstellen kann. Achso, haben wir bei Edi eigentlich das Outfit gewechselt? Oh ja. Wow, 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 okay. Das hier würde wahrscheinlich, Joker sehr gut gefallen. Aber wir hatten ja gesagt, die Allianz-Uniform und er bleibt bei seinem Aussehen. So, diese Waffe hat mir sehr gut gefallen, allerdings wollte ich sie modifizieren, denn das Zielfernrohr hat mir nicht zugesagt. Stabilitätsdämpfer. Erhöht die Projektile pro Magazin um 40%. Das heißt, wir wären bei 140 statt 100, glaube ich. Wenn das wirksam ist. Andererseits... Stabilität. Die Waffe hat so gut wie keinen Rückstoß. Ich versuch's mal so. Auf diese Art und Weise. So, sie hat Modifikationen drauf. Achso, nee, das ist nicht sie, das ist Javik. Auch bei ihm braucht man das. Wobei, bei ihm ist es vielleicht für die Präzision als NPC wichtig. Weil darüber wird ja berechnet, ob er trifft oder nicht. Sie hat gar keine Waffenmods. Sie bekommt erhöhte Präzision und... Oh ja. Die Durchdringungsmod. Außerdem ignoriert außerdem 50% der Verteidigung von gepanzerten Zielen. Finde ich gut. Und hier bei der Pistole ähnliches. Durchschlagsmod. Und Schädeltraumasystem. Kopfschussschaden um 20% erhöht. Finde ich auch gut. Gut. Ich glaube, wir sind... Achso, ich habe Punkte bekommen. Stimmt. Die Splittergranate. Wir sind etwa 5 Minuten entfernt, Commander. Was genau ist auf diesem Asteroiden? Minenanlage. TGS Mineral Works. Eher klein. Könnte ein gutes Versteck für Leviathan sein. Wir haben alle Edis Notizen über Brysons Labor gelesen. Fragen? Wissen wir sonst noch irgendwas über diesen Leviathan? Nicht wirklich. Nur, dass er einen Reaper getötet hat. Aber wir suchen jetzt Garneau, Dr. Brysons Partner. Genau. Wenn wir Garneau finden, haben wir auch Leviathan. So ist es. Naja, das ist ein... muss nicht zwingend sein. Ich weiß nicht, ob Garneau mehr Hinweise zu Leviathan hat, aber auf jeden Fall vielleicht Informationen darüber, wie die gesamte Geschichte gelaufen ist bisher.
Gut. Der Doktor hatte recht. Was mächtig genug ist, um einen Reaper zu töten, muss untersucht werden. Hoffentlich hat Garnou die Antworten, die wir brauchen. Ich bekomme Reaper-Signaturen aus dem Asteroidenfeld rein. Bryson hat gesagt, dass sie seine Teams beschatten. Wenn sie Leviathan auch wollen, sind Reaper ein gutes Zeichen. Sowas hört man auch nicht jeden Tag. Bringen Sie uns rein. Guten Tag. Oh ja, tatsächlich. Bleiben Sie vor Ort, Cortez. Wir klären das und kommen gleich. Informieren Sie mich über die Reaper-Lage. Jawohl, Commander. Wow. Ich muss immer wieder sagen, wie beeindruckend. Da oben prallen kleine Asteroiden auf das Schild. Wie beeindruckend diese Szenerien sind und diese Umgebungen, in die man hier geschickt wird. Das ist einfach wow. So, und die Waffe hat jetzt tatsächlich 140 Munition statt 100. Und, ah ja, ich kann besser ziehen. Das geht so deutlich besser. Und Edi und Javik kommen klar. Kann ich mich darauf verlassen, dass ihr euch nicht streitet? Spätrupp. Oder schlimmer, dem Geräusch nach. Ja, schlimmer, dem Geräusch nach. Oh, ist noch einer. Oh Mist, ich hab vergessen aufzuhören. Jetzt dauert es ein bisschen, bis es nachgeladen hat. Die echten Truppen eintreffen. Die Zivilisten sind bestimmt verängstigt. Guck dir mal an, wie schnell diese Waffe so ein Rohling wegbrutzelt, wenn man sie durchlaufen lässt. Diese 100, da die Waffe ja, wenn man sie länger laufen lässt, auch mehr Schaden macht, ist diese Munitionserweiterung gleichzeitig auch eine Schadenserweiterung für große Kreaturen. Das ist schon ziemlich cool. Hab ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, nee. So, die Reaper sind also vor uns da. Mineral Works Mineral Extraction Wing. Mineraliengewinnungsflügel. Die sind alle indoktriniert. Ich bin Commander Shepard von der Allianz. Reaper-Truppen haben gerade ihren Vordereingang angegriffen. Sind Sie noch da? Ich habe mich darum gekümmert. Verstehe. Das wäre dann alles. Das wäre dann... Hallo? Ja, willkommen bei TGES Mineral Works. Wie können wir Ihnen helfen? Ja, tragen Sie sich bitte für die Tour ein.
Sie sind nicht besorgt wegen der Reaper? Wissen Sie etwas, das ich nicht weiß? TGES Mineral Works ist ein Wolfram-Lieferant kleiner bis mittlerer Größe für die Galaxie. Das habe ich nicht gemeint. Sind Sie vertraut mit den Anwendungen von Wolfram? Ich suche einen Forscher namens Dr. Garneau. Er ist in den letzten Wochen angekommen. Wenn er noch da ist, muss ich mit ihm sprechen. Wir haben keinen Dr. Garneau. Benötigen Sie einen Arzt? Ich könnte einfach reingehen und mich umsehen. Nein, der Eingangsfahrstuhl ist kaputt. Und jetzt sind wir fertig. Schönen Tag. Gehen Sie. Sie gehören nicht hierher. Commander, etwas stimmt hier nicht. Okay, sehen wir uns um. Vorsichtig. Ja, irgendwas stimmt hier absolut nicht. Und dieses Sie gehören nicht hierher. Ich glaube, das haben wir schon mal gehört, oder? Er lebte in den War das nicht der Assistent? Sie dürfen gar nicht hier sein. Ich rufe die Sicherheitsleute. Er kann uns nichts tun. Zurück. Gehen Sie zurück zu Ihrem Schiff, Commander. Verzeihung? Sie gehören nicht hierher. Dr. Triffin, Ihr Einspruch wurde abgelehnt, Ihre Ressourcen werden gestrichen und Sie erhalten eine neue Aufgabe. Räumen Sie Ihr Büro und melden Sie sich bei Dr. Lann. Es wird in dieser Angelegenheit keine weiteren Diskussionen geben. Okay. Die Leute scheinen zwar Angst zu haben, aber es ist unklar, wovor. Wir sollten den Fahrstuhl reparieren. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich suche einen Dr. Garneau. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Machen Sie sich keine Sorgen wegen der Reaper? Wir wissen gar nichts. Gehen Sie. Ich glaube nämlich auch, dass der Reaper-Killer versucht, seine Spuren zu verwischen und möglichst nicht gefunden zu werden. Willkommen bei TGES Mineral Works. Stolzer Wolfram-Lieferant seit 2162. Sind Sie an einer Zusammenarbeit mit uns interessiert? Machen Sie eine Tour durch unsere Anlage und finden Sie heraus, ob TGES Mineral Works das Richtige für Sie ist. Betreten Sie die Anlage, um unsere Arbeiter in Aktion zu erleben. Willkommen bei TGES Mineral Works. Stolzer Wolfram-Lieferant. Gut, das wiederholt sich. Reparaturterminal aktiviert. Ich lasse den Fahrstuhl von der Drohne reparieren, aber wir müssen bei ihr bleiben. Ich denke mal, das ist der Bereich am Boden, den wir sehen. Reparaturen eingeleitet. Das ist praktisch, so eine Drohne. Die möchte ich hier zu Hause auch gerne haben. Die man dann einfach irgendwo hinfliegen kann. Und dann sagt sie, Reparaturen eingeleitet und dann ist gut. Zugang gewährt. Sicherheitslog letzte 7 Tage. Randall, Jan, Garneau, Alex, Breck, Steven. Triffin, Fiona. Das ist doch die, deren Forschung eingestellt wurde. Okay. Leute, ich habe euren Fahrstuhl repariert, ne? Im Sicherheitslog des Fahrstuhls wird ein Dr. Garneau erwähnt. Warum lügen Sie bei der Sache? Keine Ahnung. Hoffentlich müssen wir nicht allzu weit suchen. Warum sind es eigentlich immer solche abgelegenen Stationen? Irgendwo im Nirgendwo, die so gruselig sind. Nach einem Vergleich der Mageninhalte von Varen aus 8 unterschiedlichen Regionen sind wir gezwungen, unser derzeitiges Verständnis ihres Fressverhaltens zu überdenken. Okay. Dr. Garneau.
an denjenigen, der meine Sachen wegräumt. Ich vermisse einige meiner Daten über die Auswirkungen historischer Wetterereignisse auf die Hanar-Regierung. Falls Sie sie weggeräumt haben, bringen Sie sie bitte zurück. Sie sind die Krönung jahrelanger Forschungen. Sollten Sie Hilfe benötigen, um Platz für Ihr eigenes Projekt zu finden, fragen Sie mich einfach. Ich bin Ihnen gerne behilflich. Tanis. Ich sehe einen Trend bei den Arbeitern. Sie tun alles Mögliche, bloß nicht arbeiten. Moment, dann bin ich auch indoktriniert. Haben Sie Dr. Garneau gesehen? Sie sollten nicht hier sein. Evolutionäre Implikationen der Biotik bei Menschen. Ein seltsames Thema. Arbeiten die eventuell? Zurück. Sie sollten gar nicht hier sein. Arbeiten die eventuell an Dingen, die für den Reaper-Killer interessant sind? Hinweis an die Belegschaft. Die neue Kreuzzucht wirkt harmlos und wäre in einer Büroumgebung vollkommen unauffällig. Sie ist jedoch extrem gefährlich. Lassen Sie bei der Arbeit mit allen Pflanzen der dritten Generation besondere Vorsicht walten. Oder ist das wie mit dem Torianer damals? Erinnert ihr euch noch? Die haben ähnlich reagiert. Und wenn ich da sehe Pflanzen, dann bin ich schon ein bisschen kritisch. Crew Quarters, da kommen wir gerade nicht rein. Wenn die komplette globale Aushungerung 60 Tage dauert, wäre das großzügig gerechnet. Absolut. Aber das sagen die Daten. Die turianische Schmerzgrenze vor der Psychose ist zu hoch. Und wenn man die Schmerzstimuli schneller verabreicht? Interessant. Das sollten wir näher untersuchen. Der hat gerade die Fenster zugemacht, als ich näher gekommen bin. Dankeschön. Achso, das ist die andere Tür. Okay. Hier wären wir dann hier vorne reingekommen. Willkommen im Mineralienlabor. Unsere Forscher sind immer konzentriert bei der Arbeit. Wolfram ist erstaunlich vielseitig. Wir entdecken ständig aufregende Methoden, um unsere Operation zu verbessern und zu erweitern. Unsere Forscher beantworten gerne alle ihre Fragen. Willkommen im Mineralienlabor. Mhm. Zurück. Sie sollten gar nicht hier sein. Habe ich nur das Gefühl oder verfolgt er uns? Mineralienlabor, Mannschaftsquartier, Security Station. Dies ist ein Sicherheitsterminal mit Zugriffsbeschränkung. Zugriffscode der Stufe 5 erforderlich. Habe ich nicht. Zugriff verweigert. Schade. Okay, pass auf, da vorne war noch ein... Da, der verfolgt uns. Der ist immer direkt hinter uns, egal wo wir hingehen. Da hinten war noch eine Tür, ne? Hier in Richtung... Da, Crew Quarters. Zugang gesperrt. Personalkennung von TGES erforderlich. Sowas habe ich nicht. Zugang verweigert. Zugang gesperrt. Personalkennung von TGES erforderlich. Sowas habe ich nicht. Zugang verweigert. Okay. Wenn jemand damit durchkommen will, ist es nur eine Frage des Wann und Wo. Sehen Sie auf die Karte. Näher. Sagen Sie mir, was Ihnen auffällt. Könnte das Dr. Garneau sein? Wir werden es herausfinden. Ich weiß, ihr hasst mich gerade ein bisschen. Ich werde jetzt gleich mal prüfen, wie das ist mit der Aufnahme. Wenn ich hier die Boxen anhab und das Mikro gleichzeitig. Und dann schauen wir mal weiter. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal bis gleich. Tschüss.